Diese Anime bekommen bald eine Fortsetzung. Ich stelle sie dir alle vor, gleich nach dem Intro. Die aktuelle Season ist in vollem Gange, doch bald, da beginnt die neue. Und in der werden wieder viele Anime fortgesetzt. Manche bekommen einen Film, andere nur eine Bonusfolge und wieder andere bekommen eine ganze Staffel. Juhu, über die will ich heute alle mit euch reden. Wir gehen sie einfach durch. Wenn dich Fortsetzungen interessieren, dann like das Video, dann werde ich mehr davon machen. So einfach ist das. Und vergiss dann nicht zu abonnieren, um keine News mehr zu verpassen. Doch bevor wir zu den neuen Fortsetzungen kommen, so hören auch ein paar Anime aus der aktuellen Season nicht auf. Sie gehen auch in der nächsten Season weiter. Mit dabei wäre Platinum End, die neue Reihe der Death Note Autoren. Auch wenn es eher so wirkt, als würde diese vom Mirai Nikki Autor kommen. Oder sonst jemand, der Bock auf Battle Royale Manga hat. Und daran ist auch nichts verkehrt. Man sollte nur nicht erwarten, dass dieser auf dem gleichen Level ist wie Death Note. Was auch ehrlich gesagt schwer erreichbar war. Aber nun, cool ist aber, dass die Serie wohl den kompletten Manga adaptiert. Wir kriegen also ein richtiges Ende. Sowas ist immer super. Egal wie man die Serie selbst findet. Denn Fans gibt es von allem. Egal was. Platinum End gibt es bei uns auf Wakanim und Crunchyroll. Machen wir weiter mit Ranking of Kings. Der neue Anime vom Attack on Titan Studio wird ja ziemlich gefeiert. Denn trotz seines kindlichen Zeichenstils erzählt er eine wirklich schöne Abenteuergeschichte. Über einen taubstummen Prinzen, der irgendwann König werden will. Gibt es bei Wakanim und da sogar sofort mit deutscher Synchro. Das habe ich echt noch nie gesehen. Dass ein Anime wirklich zeitgleich eine Synchro bekommt, hoffentlich ist das keine Ausnahme. Außerdem geht es mit Lupin the Third Part 6 weiter. Der Meisterdieb hat es ja auch endlich zu uns auf Crunchyroll geschafft. Und nach 12 Folgen ist die Serie noch lange nicht vorbei. Auch weitergehen soll die Roboter-Serie Amaim Warrior at the Borderline. Aber die schaut eh keiner, oder? Ist aber vielleicht besser, als man denkt. Also mal abchecken. Sagen das die coolen Kids heutzutage? Gibt es bei unser Wakanim. Und nicht vergessen, erst ab dem 5. Dezember geht es ja so richtig los mit Demon Slayer. Denn erst dann startet der Entertainment District Arc. Also eben der Teil, auf den Fans schon lange warten. Bis dahin haben wir ja nur noch mal den Film gesehen. Episode 1 hat jedoch die Vorgeschichte zu Mugen Train Arc erzählt. Ganz nett, aber auch nicht weltbewegend. Verpasst also auf keinen Fall den Start von Staffel 2 auf Crunchyroll und Wakanim. Legen wir aber nun los mit den richtigen Fortsetzungen. Und da wäre einmal Attack on Titan, das große Finale. Die letzte Staffel, Teil 2. Natürlich werde ich nichts zu Attack on Titan spoilern. Ich blende auch keine Bilder zu der letzten Staffel ein. Aber lass mich trotzdem ein, zwei allgemeine Sachen sagen. Ich habe Bock, aber irgendwie auch nicht. Attack on Titan ist eigentlich einer meiner Lieblingsanime. Aber die Diskussionen auf Twitter waren einfach nur noch nervig. Man hat sich wie im Krieg gefühlt. Also natürlich nicht wirklich. Aber es gab trotzdem zwei Seiten. Die einen haben die Serie bis aufs Blut verteidigt, die anderen gehatet. Nix dazwischen. Deswegen bleiben wir doch ganz ruhig. Wer keinen Bock auf AOT hat, sollte es einfach lassen. Und alle anderen sollten nicht jede Folge mit einer 11 von 10 bewerten und sich komplett lächerlich machen. Dann sollte doch alles in Ordnung sein, oder? Chillen wir also ein bisschen. Bei uns wird es Teil 2 von Staffel 4 auf jeden Fall auf Wakanim geben. Vielleicht sogar auf Crunchyroll, denn die beiden Anbieter arbeiten ja in der letzten Zeit häufiger zusammen. Gehören ja auch beide zu Sony. Demon Slayer oder auch Platinum End teilen sie sich ja schon. Mal schauen, ob Attack on Titan als nächstes kommt. Aber machen wir nun weiter mit Teasing Master Takagi-san. Diese Romcom ist ja ziemlich beliebt, obwohl sie eine extrem nervige Veröffentlichungsgeschichte hat. So gibt es nämlich Staffel 1 nur bei Crunchyroll und Staffel 2 bei Netflix. Die große Frage ist nun, wo landet Staffel 3? Aber egal, das werden wir dann wohl im Januar herausfinden. Denn dann soll es losgehen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Bei diesem Anime geht es um zwei Schüler, die ein Spiel spielen. Und zwar versuchen sie, den anderen aus der Fassung zu bringen. Das Mädchen Takagi schafft das jedoch deutlich besser als unser männlicher Protagonist. Wird er irgendwann den Spieß umdrehen? Weiter geht's mit einem Isekai-Anime, und zwar How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Die Serie erinnert ein wenig an den Slime-Anime, denn auch hier versucht der Protagonist nicht unbedingt mit reiner Muskelkraft die Probleme zu lösen, sondern mit Politik, Diplomatie. So regiert er nämlich ein ganzes Königreich. Dieser Anime lief ja erst vor kurzem im japanischen Fernsehen und hat es natürlich auch zu uns geschafft. So gibt es die Serie im Stream bei Crunchyroll. Und relativ schnell wurde auch bekannt, dass es weitergehen soll. Nämlich schon im Winter. Echt super. Die Serie wird also insgesamt so um die 24 Episoden bekommen. Romantisch wird es dagegen wieder in Fruits Basket. Ein richtig schönes Remake des Kultmangas. Und eigentlich haben alle gedacht, dass die Serie perfekt abgeschlossen wurde. So hat nämlich Fruits Basket schon 3 Staffeln erhalten. Und eigentlich war jeder mit dem Ende zufrieden. Doch nun soll es trotzdem weitergehen. Naja, so halb. So erscheint nämlich ab dem 18. Februar in Japan ein Anime-Film. Dieser trägt den Titel Fruits Basket Prelude. Er erzählt die Vorgeschichte
zur Serie und fokussiert sich auf die Eltern von Tooru. Aber nicht nur das, die Geschichte soll auch etwas weiter erzählt werden. Also wie es den Charakteren nach dem Anime-Ende ergangen ist. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Und ob und wann der Film zu uns kommt. Bei uns gibt es die Serie auf jeden Fall auf Wakanim. Und langsam wird sie jetzt auch auf Disc veröffentlicht. Kommen wir nun zu Space Battleship Yamato 2205 A New Journey. Dies ist ein zweiteiliger Film, welcher die Sci-Fi-Serie fortsetzt. Bei uns kennt diese gefühlt fast keiner. Auch wenn die ersten Staffeln sogar auf Deutsch erschienen sind. Und dreimal dürft ihr raten, wo man sie streamen kann. Und zwar auf Prime. Natürlich, dem schwarzen Loch für jeden Anime. Aber nun, wer mal eine coole Weltraum-Abenteuer-Serie schauen will, sollte einen Blick riskieren. Ist echt nice. Der zweite Film soll in Japan am 4. Februar rauskommen. Wann und ob er es zu uns schafft, wissen wir mal wieder nicht. Weiter geht's mit Detective Conan Police Academy Arc Wild Police Story. Auch diese Serie spielt vor der eigentlichen Reihe und ist somit nicht wirklich eine Fortsetzung. Aber trotzdem auf jeden Fall super für die Fans und hoffentlich auch für Neueinsteiger zu empfehlen. So spielt dieser einige Jahre vor dem Anime und fokussiert sich auf die jungen Polizisten und eben ihre Erlebnisse in der Polizeischule. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ab dem 4.12. soll es auf jeden Fall losgehen. Wo ist noch nicht bekannt? Bei uns gibt es Detective Conan auf Crunchyroll. Weiter geht's mit Miss Kobayashi's Dragon Maid S. So handelt dieser von einem Drachen, welcher zu einer Maid wird. Wie soll das funktionieren? Natürlich mit ein bisschen Zauberei und Anime-Logik. Aber lustig ist die Serie trotzdem. Dieser Comedy-Anime ist ja erst in der letzten Season in die zweite Runde gegangen. Doch nun wurde bekannt, dass die Serie auch eine Bonusfolge erhalten soll. Die erscheint in Japan am 19. Januar. Jedoch nur auf DVD und Blu-ray. Weswegen es wieder schwierig sein wird, die zu uns zu bekommen. Hoffentlich macht es Crunchyroll möglich, denn dort kann man die Serie aktuell streamen. Und wo wir gerade bei Bonusfolgen sind, so geht es auch bei Mushoroku Tensei Jobless Reincarnation weiter. Dieser Isekai-Anime ist ja gerade in aller Munde. Und das zu Recht, denn er sieht nicht nur extrem schön aus, sondern er entführt einen auch in eine atemberaubende Fantasy-Welt, die seinesgleichen sucht. Aktuell läuft ja noch der zweite Teil der ersten Staffel. Doch nun wurde schon angekündigt, dass die Serie eine weitere Folge erhalten soll. Und jetzt wissen wir auch mehr darüber, denn diese spielt zur Zeit von Episode 16. In der kämpfen Eris und Roger gegen Goblins. Also Goblin Slayer, nur eben mit Mushoroku Tensei, wird bestimmt super. Denn Eris ist einfach ein nicer Charakter. Klar, manchmal nervig, aber sie hat das Herz am rechten Fleck. Erscheinen soll die Folge am 16. März. Ob und wann sie zu uns kommt, wissen wir noch nicht. Außerdem kriegt noch die Comedy-Serie Nonon Biori eine weitere Episode. Problem ist nur, Staffel 3 hat es nicht mal zu uns geschafft. Ob es also diese Bonusfolge hinkriegt, ist eher unwahrscheinlich. Aber wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Ähnlich wie bei No Game Alive. Irgendwann wird es passieren. Bestimmt, ich bin mir ganz sicher. Kommen wir aber nun wieder zu den Serien. Und da wäre einmal The Case Study of Vanitas. Die etwas andere Vampir-Serie von My Hero Academia Studio Bones. An der haben sicher die Zuschauer wortwörtlich die Zähne ausgebissen. Zumindest manche. Einige mögen ihn, andere wiederum nicht. Aber du weißt es ja wahrscheinlich schon selbst. Und somit steht schon fest, ob du dich auf Teil 2 freust oder eben nicht. Dieser soll dann im Januar starten. Wenn du aber noch nicht reingeschaut hast, dann solltest du das unbedingt machen. So gibt es Teil 1 schon bei Wakanim. Aber nicht nur auf Japanisch mit Untertiteln, sondern schon komplett mit deutscher Synchro. Simuldub sei Dank. Für die Isekai-Fans ist dagegen wieder Princess Connect Redive. Dieser stammt ja vom Konosuba-Regisseur. Und das merkt man. So kann man die Serie einfach nicht ernst nehmen. Der Protagonist aber auch jeder andere Charakter ist eine wirkliche Dumpfbacke. Aber gerade das macht die Gruppe so liebenswert und eben die Serie so witzig. Wer also dem Ganzen noch keine Chance gegeben hat, der hat wirklich was verpasst. Weitergehen soll es ab Januar. Dann wohl auch auf Crunchyroll. Denn die haben nicht nur die Serie, sondern auch das Handyspiel dazu rausgebracht. Bevor wir aber zu dem großen Highlight kommen, reden wir kurz noch über Orient. Dies ist ja der neue Manga der Magi-Autorin. Und ja, ich weiß, es ist keine Fortsetzung. Aber ich erwähne sowas eigentlich immer gerne. Denn Magi-Fans sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht gefällt ihnen ja auch diese Serie. Und alle, die noch nicht Magi gesehen haben, haben auch keine andere Wahl. Denn man kann die Serie aktuell nirgendwo streamen. Mal schauen, wo dann Orient landet. Das finden wir dann spätestens im Januar raus. Dann soll sie nämlich starten. Kommen wir aber nun zu dem großen Highlight aus der nächsten Season. Und natürlich rede ich nicht über Attack on Titan, sondern Ari Furuta vom Commonplace Tour Strongest. Aber Spaß beiseite. Denn überraschenderweise freuen sich wirklich viele auf die Fortsetzung. Doch warum ist die Serie so beliebt? Ganz einfach. Denn die Antwort steckt schon im Titel, From Commonplace to World's Strongest, also vom Schwächsten zum Stärksten. Und solche Stories mögen eben viele, besonders wenn es Isekai-Serien sind. Dann kommt noch eine blonde Vampirin dazu, ein paar Knarren und schon kann man sich nicht mehr halten. Das größte Problem von Staffel 1 waren die Animationen, denn die sahen einfach schrecklich aus, besonders die 3D-Monster. Doch der Trailer von Staffel 2 hat deutlich bessere Animationen. Ich habe also noch Hoffnung, dass das was werden wird. Los geht es wie auch bei allen anderen Serien im Januar. Die große Frage ist nur, wo läuft sie? So konnte man nämlich Staffel
Staffel 1 nur bei Anime On Demand schauen. Und der Streaming-Anbieter ist ja bald Geschichte. Also mal schauen, wo Staffel 1 und die Fortsetzung landet. Doch das waren noch lange nicht alle Fortsetzungen. So starten im Frühling nächsten Jahres noch viele weitere Anime. Wenn ich auch die besprechen soll, dann lass es mich gerne wissen und like das Video, dann weiß ich, dass ich mehr davon machen soll. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Auf welche Fortsetzung freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!